Folge Nummer 54 von Avorion. Ja, wir sind auf der Suche nach dem Zielerfassungssystem und brauchen dafür weitere Orte, wo wir es kriegen, ne? Okay, das ist ein Schrottplatz. Hier gibt es nichts anderes wie einen Schrottplatz, ist klar. Gut, dann wissen wir das auch. Wir fliegen mal dahin. Schauen wir mal so, dass wir da rüber springen und dann irgendwie müssen wir ja das Zielerfassungssystem bekommen. Das ist jetzt das Ziel. Thomas Stehler hatte mir geschrieben. Da war die Frage halt... Ach so, eine Sekunde noch, alles klar. Da war die Frage halt noch, was ich so baumäßig vorhabe mit Dingens. Hier fehlt ja Panzerung am Schiff und und Waffen. Das ist ja viel zu schwach. Klar, das müssen wir noch aufbauen, das müssen wir noch optimieren. Ist klar, machen wir auch noch, aber... Ja, dann, was ist mit verschiedenen Schiffen, meiner und Dingens, da habe ich auch noch gar keine Vorlagen oder sowas, ne? Die fehlen mir auch noch komplett, ne? Boah, Fahrzeug, Teleporter, Tesla-Spulen, Räume, Ressourcendepot, also da gibt's jetzt nix. Fahrzeugfabrik? Was haben die denn so im Angebot? Altmetall und Fahrzeuge, okay. Wieder aus dem Dingens raus, dann sind wir da so weit vorgesprungen. Könnte man das einen Bug nennen? Da sind zwei Asteroiden, okay. Da ist noch was. Das ist aber kein großer. Hätte ja sein können, ne? Ist da was? Nee. Flieg mal gerade näher. Nee, hier ist nichts. Hätte ja sein können, ne? So, was war? Haben wir, ne? Haben wir, genau. Weiter gucken, wo wir hin können. Wir müssen auch zusehen, dass wir in den Bereich der anderen Fraktion kommen, weil wir da bessere Möglichkeiten haben wieder, ne? Die Erze laufen da unten noch. Also ich gehe von aus, dass jetzt... ich habe noch keine Meldung gekriegt, dass keine Asteroiden mehr sind. Okay, Sprungroute wird noch berechnet. Eisen erhalten, Titan erhalten. Okay, und wir springen. Passt da unten soweit. Ja, jetzt müssen wir irgendwie unser Zielerfassungssystem kriegen noch. Hier ist nur ein Schrottplatz. Das hilft uns jetzt nicht weiter. Okay, hier ist schon der Bereich von den anderen. Mal schauen. Da sind hier so große Sprungtore? Sieht wohl so aus. Habe ich die mitgekriegt oder hat die einer entdeckt jetzt und ich habe das nicht mitgekriegt? Könnte natürlich auch sein, ne? Schauen wir mal. Wo müssen wir hin? Nach da. So, 3 Sekunden noch, 2 Sekunden, eine und Jump. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen, ne? Ist ja jetzt nicht so prickelnd gerade. Aber irgendwie müssen wir an die Zielerfassungssysteme kommen. Ja, wenn man da in der Nähe ist vom Waffenzulieferer, dann ist es natürlich so, dass man da Handelsposten, dass man da teuer einkaufen kann. Das hatte der Thomas auch geschrieben, ne? Da ist der Handelsposten. Gucken wir mal rein. Kein Zielerfassungssystem da. Das ist nicht gut. Aber wir sind schon in dem Bereich von der Fraktion, wo wir besser gestellt mit sind. Sprungroute berechnen, aber wir müssen noch 10 Sekunden warten. Wow. Krass, oder? Sind hier Asteroiden? Ja. Aber wollen wir hier nicht, ne? Wir wollen springen.
Könnte natürlich jetzt nach Asteroiden gucken, die man dann an der Fraktion verkauft, damit die Stimmung besser wird. Aber ist gerade nicht. Das sieht ja krass hier aus. Nee, das war falsch. F9. Hier gibt es nur eine Schiffswerft. Was hat die? Nix. Gibt's hier auch was? Sieht schon interessant aus mit den Asteroiden hier, ne? Das Dock ist hier drin. Dieser Nebel macht die komisch, die Asteroiden, ne? Da ist. Okay, da wurde eine Besatzung bezahlt. Da ist aber auch nichts drin. Ja, weiter geht die Reise. Da hat es jetzt nichts gebracht. Gucken wir mal, wie wir da hinkommen. Wo müssen wir denn? Da müssen wir. Sprung ist berechnet und los geht die Reise. Sprengstoff, Tesla-Spulen, Transformatoren, Transformatoren, Wassersammler, Ressourcendepot. Nee, nichts dabei. Hier kann man sehr gut sehen, ne? Wo die Asteroiden sind. Ein klarer Sektor. Aber ich glaube, hier ist auch nichts, ne? Können wir gerade mal zu dem dahin fliegen? Oder ist das da einer? Ne, es sind zwei. Ne, oder? Da ist nichts Passendes bei. Naja, weiter geht's. Hier sind ja noch ganz viele kleine Planeten umeinander, ne? Könnte natürlich auch durch das Tor fliegen, ne? Aber wir sind so schneller. Interessanter Frachter, ne? So. Handelsposten. Und mehr nicht. Und kein Zielerfassungssystem. Ich glaube, einer ist hier noch, oder? Ja. Da müssen wir hin. Und los. Letzter Planet erstmal. Oder Stern, sagen wir lieber Stern. Kein Zielerfassungssystem. Ärgerlich, oder? Nee, F9. Nix dabei. Ja. Aber hier sieht es so aus, als ob wir hier einen Asteroiden finden können, oder? Obwohl. Das einer. Nicht wirklich, ne? Das war Metall. Sieht hier schon cool aus mit der Farbgebung, oder? Steckt sich hier irgendwo einer?
glaube nicht, ne? Kein Asteroid da. Der da oben sieht auch anders aus, ne? Ja. Okay, auch nix. Dann gehen wir mal da hin. Was zeigt denn der jetzt gerade an? Asteroiden, okay. Und auf geht's. Hier ist nix. Ist zwar ein Blip, aber nur eine Kreuzung, die nirgendwo hinführt. Ja, auf der Suche nach dem Nix, ne? Süd-Südost-Tor ist auch falsche Richtung, oder? Oh, 27 Sekunden. Da können wir doch tatsächlich besser das Süd-Ost-Tor erstmal anfliegen, wenn das hier gerade um die Ecke ist, oder? Schauen wir da mal gerade rein. Hier gibt es auf jeden Fall einen Handelsposten. Nee. So, jetzt ist richtig. Zielerfassungskarten. Ist das aber was anderes wie das System, oder? Ich will es hoffen. So, Solarkraftwerk, Kristallfarm, Kristallfarm. Was gibt es denn an der Kristallfarm? Kristalle, okay. Sonst ist nichts, ne? Fregatten. Okay. Ziel ist noch ausgewählt. Haben wir neu berechnet und fliegen da jetzt hin. Gucken wir mal. Wollen wir hoffen, dass wir da jetzt was finden. Handelsposten auf jeden Fall einer. Transformatoren. Nix da, was wir brauchen. Hier sieht es mir irgendwie aus, als ob da ein Dingens ist. Ein Asteroid. Asteroid. Das ist doch einer, oder? Kriege ich den auf die Reihe? Eine große Gruppe fremdartiger Schiffe ist erschienen. Okay. So, und jetzt ist die Frage, wo schießen die? Ah, wir finden keine Asteroiden mehr. Wo sind denn die fremdartigen Schiffe jetzt hin? Ja, 322-72 ist angesagt. Da ist das. Das ist der Crafter. Oh, der kann weit springen. Dann. So,
Soll der mal dahin? Ich liebe es. Aber das kann doch jetzt nicht funktionieren, oder? Ey, das ist... Ich wähle den aus. Hab ich. Jetzt drücke ich Shift und jetzt den Linksklick. Und er wählt ab. Kriege ich das irgendwie jetzt mal hin? Das funktioniert irgendwie nicht. Ach, das ist außer Reichweite. So, ich mach's auch falsch. Wir wollen ja dahin, ne? Jetzt kommen wir mal... Ich habe dieses System noch nicht verstanden bis heute. Wieso zeigt er mir das an? Das ist doch Sprungreichweite, oder? Der hat gar keinen Befehl mehr, Assreiter. Ist ja auch geil, oder? Aber das ist vielleicht auch keiner. Also ich komme jetzt nicht hinter, wie ich den da hinbringe. Ich muss doch... Ich habe dieses Schiff jetzt ausgewählt. Es geht nicht. Ich weiß nicht, warum es nicht geht. Es springt nicht. Das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Haben die da was geändert oder sowas, dass das nicht geht? Rechtsklick geht. Warum er das jetzt nicht macht, weiß ich nicht. So. Da abbauen. Da gibt es ein Ressourcendepot, also auch gleichzeitig da raffinieren. Das Ganze in der Schleife. Ich habe es bis heute noch nicht verstanden. So. Wir haben den jetzt gerade verkauft. Und gucken jetzt weiter. Mit denen waren wir neutral und haben die jetzt ein bisschen verbessert, ne? Jetzt müssen wir dahin fliegen. Schauen wir mal. Unser Zielerfassungssystem haben wir noch nicht gekriegt. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwann noch hin. Solarkraftwerke ohne Ende und sonst nichts. Ist zu weit weg, geht ja nicht. So. Aber ich würde sagen, wir werden auch das jetzt beenden. Ich glaube, wir müssen weiter suchen. Irgendwann werden wir es auch finden. Vielleicht sollte ich doch das beherzigen und den Waffenzulieferer irgendwo aufsuchen, dass wir da die Klamotten kriegen. Das ist zwar teurer, das hatte ja der Thomas geschrieben. Bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig, als das zu tun. Den Sprung machen wir in der nächsten Folge und wenn wir da nichts finden, dann werden wir definitiv das Ding suchen. Den Waffenzulieferer machen das da.
Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.